Können Sie sich vorstellen, dass Sie 600 Leute beschwatzen, Ihnen zu helfen, einen 50-Tonnen-Stein 18 Meilen über Land zu ziehen, ihn in die Senkrechte zu hieven und dann zu sagen, alles klar, Jungs, noch 20 von denen und dann machen wir ein Fass auf. Alles klar, Leute, ich glaube, da ist unser erstes Weltwunder fertig, unser Stonehenge. Zombie-Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Civilization. Rise and Fall wollte ich sagen, aber es ist natürlich Gatewing Storm, Alter. Gatewing Storm, das neue DLC seit dem 14. ist der Titel draußen und das ist Premium. Ich hoffe, ihr habt euer Wochenende genossen. Ich hatte ein bisschen mit der Schulter zu kämpfen. Ein bisschen sehr krass, deswegen kam auch in letzter Zeit, also am Wochenende leider keine Civilization-Videos. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, gerade noch so. Genau, in der letzten Episode haben wir uns ja mit den Barbaren rumgeärgert und dementsprechend ist unsere Militäreinheit leicht angeknuspert. Wunderbar, wir haben einen Gouverneur in Aachen etabliert, in unserer Hauptstadt. Geil! So, das Entchen eures Vertrauens kommt gerade frisch von der Arbeit sozusagen. Und ich muss sagen, trotz 6 Uhr Schicht, jo, läuft. Also, das Entchen ist doch gut fit. Tausende haben ohne Liebe gelebt. Nicht einer ohne Wasser. Jo, das stimmt wohl. Gerade Wasser ist extremst wichtig. Egal, was wir tun. Es ist für all unsere zukünftigen Pläne von enormer Wichtigkeit. So, wir können unseren Technologiebaum öffnen. Erstmal würde ich mich aber ganz gerne hier in der Gegend ein bisschen umsehen. Also, wir haben Seide. Das heißt, wir können hier schon sehr bei Plantagen errichten. Das sieht schon cool aus, ne? Das sieht schon ziemlich nice aus. Ich denke mal, als nächstes wäre Tatsache der Bergbau von Relevanz für uns, ne? Wir öffnen mal den Technologiebaum. Segeln wäre auch gut. Ich würde aber schon noch ganz gern in die Richtung. Gut, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir gehen in die Richtung. Und anschließend kümmern wir uns um Bogenschießen. Wir brauchen Schwerter. Wir brauchen vernünftige Waffen. Wir haben ja in letzter Zeit gesehen, eigentlich schon fast seit der ersten Runde haben wir irgendwie mit Barbaren zu tun. Das ist unser Weg. Seele und Erholung. Unwichtig, Alter. Ditissimas tui regni, regiones diripendas ostibus dauisti. Nun propagatio adio te terret. Ihr habt zugelassen, dass unsere Feinde unser wertvollstes Land für sich beanspruchen. Habt ihr so viel Angst vor einer Expansion? Nein. Aber eine Expansion wäre jetzt unverhältnismäßig. So sehe ich das. Oh, wir können ein Pantheon wählen. Das machen wir. Tanz der Nordlichter. Sind wir denn im Norden? Ja. Glauben. 15%. Oh, Monument für die Götter. Klingt schon geil. Das ist jetzt unser Bonus. Der sollte eigentlich relativ weise gewählt werden. Plus 2 Glauben. Achso, das ist für Wunder. Okay, das ist für Wunder. Produktion durch Fischerboote. Gott des Meeres. Steinbrüche. Minen und Luxusgüter. Und Bonusressourcen. Götzenbilder. Kultur durch Weiden. Können wir uns mal eben hier umschauen? Also wir werden hier relativ zeitnah, denke ich, expandieren. Das heißt, wir hätten hier 2, 4, 6, 8... 10. Ich weiß nicht, wie es dort weitergeht. Nicht sehr krass weit, würde ich behaupten.
schwer, ne? Göttlicher Funke. Vom Klassik-Zeitalter sind wir ganz schön weit weg, ne? Gott des Meeres machen wir. Religion können wir noch nicht gründen, das heißt mein Pantheon. Gott des Meeres. Alles klar. Wir arbeiten auf eine Religion hin. Schon mal geil. Das ist gut. Inspiration. Die Anbetung des Götterpantheons hat weitere Fragen zur spirituellen Kräften unserer Welt hervorgebracht. Jo, Gönnung ist da. Einheit benötigt Befehle. Die bekommst du. Ich möchte nämlich... Ist das dein Ernst? Wow! Kater, Alter. Wow. Scheiße, ey. Please. Alles gut, Fettsack? Was machst du da? Hauptsache, es wird erstmal randaliert. Ein kleiner... Ja, ja. Ah, da ist er. Der macht Stress. Ja, dann hauen sie sich hier hin. Okay. LOL! Ja, Katerchen. So, können wir jetzt weitermachen? Ich möchte, dass diese Einheit erkundet. Ist das geil, Alter. So, Mongolei-Speer. Dort sind Feindestruppen, alles klar. Konzentration, sie glänzt, Freunde, sie glänzt. Vom Feinsten. Wir gehen... Warum bewegt er sich nicht? Der kann sich ruhig bewegen, ne? Wir bewegen uns in die Limnos-Wüste. Diese müssen wir durchqueren. Und hier unten haben wir nämlich ein Barbarenlager, was ich ganz gerne einnehmen möchte. Ihr merkt, es wird langsam aber sicher böse. Was haben wir hier? Kupfer. Angriff. Die haben schon ordentlich was verloren. Wow. Als ob die schon Händler haben. Was ist los mit denen? Wow. Kater. Alter, das grenzt an Dreistigkeit, Junge. Es grenzt an Dreistigkeit. So. Nächste Runde, bitte. LOL. Können Sie sich vorstellen, dass Sie 600 Leute beschwatzen, Ihnen zu helfen, einen 50-Tonnen-Stein 18 Meilen über Land zu ziehen, ihn in die Senkrechte zu hieven und dann zu sagen, alles klar, Jungs, noch 20 von denen und dann machen wir ein Fass auf. Alles klar, Leute, ich glaube, da ist unser erstes Weltwunder fertig. Unser Stonehenge. Die Menschen haben einen großen Propheten in unser Land gebracht. Schickt diese heilige Person nach Stonehenge und freut euch, denn die Zeit ist gekommen, dass auch wir eine Religion gründen. Okay. Fortfahren. Euch muss ich auf jeden Fall zurückziehen, weil das überleben die auf gar keinen Fall. Wir können eine Produktion wählen und das ist entscheidend. Hängende Gärten. Plus zwei Raum. Muss an einem Fluss. Könnten wir gar nicht bauen gerade. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr Armee ausheben. Könnt ihr euch ja denken, warum. Du möchtest, dass wir da hingehen? Dann tun wir das. Wir haben einen Propheten. Wir haben einen Propheten.
So, wir können eine Religion wählen. Oh, ist das cool. Hier haben wir unsere Symbole natürlich wieder. Leider haben die keine Ente. Die haben keine Ente. Minuspunkt. Eindeutig. Dann nehmen wir natürlich die Kuh. Ein Name ist erforderlich. Mu, Kuh, Macht. Mu. So heißt unsere Religion. Das ist okay, selten behindert. Egal. Muku macht Mu. Steht fest. Ist ja nicht gelogen. So, Schrein und Tempel bringen Nahrung. Glauben, Ausbildung von Mönchskriegern. Arbeitsethik. Das machen wir auf jeden Fall. Arbeitsethik. Und jetzt brauchen wir noch irgendwie was, was uns weiterhilft. Wow. Heiliger Orden. Oha. Ah, es gibt schon geile Sachen. Religiöser Ausbreitung durch Druck. Wird auf 50%, wenn Druck erforscht wurde. Okay. Kirchensteuer. Plus 2 Gold. Gold wäre gar nicht so ganz verkehrt, Freunde. Plus 3 Glauben. Versammlungshaus. Moschee. 3 Glauben. Glauben. Ein Platz für religiöse Kunst. Ich hätte Tatsache ganz gerne eine Kathedrale. Wir gründen diese Religion. Das Deutsche Reich. Entschuldigung. Schreibt Geschichte. Man sagt, als Johannes der Täufer die erste Religion der Welt. Was? Man sagt, als Johannes der Täufer die erste Religion der Welt, den Muku macht. Gründete, brachen goldene Sonnenstrahlen durch die Wolken und die Luft wurde von Wohlgeruch erfüllt. Man nennt es Methan, Freunde. Ja, wenn Kühe pupsen, stoßen die Methan aus. Wisst ihr Bescheid? Ach ja, gut, aber das Deutsche Reich hat Geschichte geschrieben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 2 Anhänger haben wir auch schon. Nice. Fucking one. Alle Religionen, wir sind die Ersten. Sehr schön. Das heißt, in der nächsten Episode muss ja dann Muku wieder mit am Stissel sein. Wisst ihr Bescheid. So, Ausrichtungsbonus, bla blub, das kennen wir bereits. 2 Weltwunder fertiggestellt. Stonehenge, das hatten wir. Das ist natürlich schon ganz geil. Wir haben unser erstes Weltwunder errichtet. Und Muku macht. Ist auch am Start. Ihr müsstet euch bitte einmal heilen. Attacke! Die Gefahr vor den Toren von Aachen wurde gebannt. Die Barbaren sind vertrieben. Sehr gut, ja, so muss es sein. Wir befreien unsere eigenen Grenzen. Ist ja irgendwo auch verständlich und logisch. Yo. So, dann seid ihr ja richtig Party-People-mäßig drauf. So, dann könnt ihr euch erstmal wieder heilen. So wie es sein muss. Theoretisch könnte man sogar die hier plündern, by the way. Aber ich weiß nicht, ob es momentan sinnvoll wäre. Es heißt, dass euer Volk eure Herrschaft feiern will. Es ist wirklich sehr zufrieden. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also mittlerweile, es läuft doch recht smooth. Ist schon Unterschied zu Indien. So, wir haben jetzt hier neue Truppen. Wir könnten
einen Regierungsplatz bauen. Ich möchte aber erstmal meinen Kornspeicher errichten, Freunde. Ich denke, das ist extremst wichtig. Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Das lasse ich mal so stehen. Alles klar. Einheit benötigt Befehle. Nicht dein Ernst. Mit dem müssen wir mal eben gerade reden. Das geht gar nicht. Abkommen aushandeln. Wow. Ja, aber ich würde ganz gerne von ihm fordern. Versprechen erbitten. Mich nicht auslöse. Siedelt nicht in der Nähe meiner Städte. Wir haben keine diplomatische Gunst. Ja, fick mein Arschloch. Was soll das? Der Wichser. Gut, wir rüsten uns für unseren ersten Krieg, Ladies and Gentlemen. Der Krieg, will geplant sein. Das heißt, wir brauchen mehr Truppen. Scheiß auf Kornspeicher. Wir werden hier unsere Produktion ganz dringend abändern. Ein Objekt mit Gold kaufen. Dann können wir doch mit Sicherheit hier noch einen holen. Ich würde noch einen. Nein, ich möchte das nicht kaufen. Ich möchte... Ein Handwerker könnten wir eigentlich auch mal holen. By the way, haben wir nämlich noch nicht. Ergibt Sinn, Ladies and Gentlemen. Das ergibt komplett Sinn. Also Leute, das geht nicht. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Der hat mir auf die Fußmatte geschissen. Wow. Kleiner Frechdachs. So, verschanzen. Nächste Runde. Das werden wir mit Sicherheit nicht zulassen, dass der sich hier einfach häuslich niederlässt. Digga! So, da haben wir einen Handwerker. Eskorte. Ach so, da läuft das ja anders. Richtig. Da lief das ja... Kater, jetzt hör auf damit. Der will toben, ey. Da lief das dezent anders. Die hatten sich ja aufgelöst, richtig. Ich erinnere mich, bei Civilization 5 ist es ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Wir könnten theoretisch mit dem Krieg anfangen, Ladies and Gentlemen. Gut, lol. Das machen wir aber erst in der nächsten Episode, denn für diese Episode sind wir am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schöne und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!